Kannst du dein T-Shirt mal hochmachen, bitte? Ihr dürft euch alle anpassen, hier auf dem Boot ist das erlaubt, aber draußen am Land kann das zu einer Anzeige führen. Die Aussage mit Frauen habe ich eh noch nicht so viel am Hut war einfach legendär. Frauen habe ich leider noch nicht so viel am Hut. Ah, sorry, dass ich dir jetzt an den Schwanz gefasst habe. Mit Männern habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Es war mal wieder CSD in Berlin und ich war nicht dabei, aber auch ein Gollan hat ihre Spione überall. Ich bin wirklich heilfroh, dass ich an dem Tag nicht dabei war, aber mein Kameramann war vor Ort und hat das Geschehen aufgenommen. Er hat mir die Dateien am Ende dann geschickt und ich habe daraus 2 Reels geschnitten. Und ich habe zwar schon damit gerechnet, dass diese Reels vielleicht 1-2 Klicks mehr bekommen als meine sonstigen Reels, aber dass es so durch die Decke geht, damit habe selbst ich nicht gerechnet. Und das zeigt einfach nur, dass es wirklich unfassbar wichtig ist, dass diese Reels verbreitet werden, weil es aufzeigt, was wirklich hinter diesen Drag Queen CSD und Transphänomen steckt. Natürlich gab es unglaublich viele Menschen, die mir in meiner Ansicht zugestimmt haben, dass das, was in den Videos gezeigt wird, obszön, ekelhaft, erschreckend und nicht der Normalität entspricht. Aber natürlich gab es auch Hate von der trans-queer-freundlichen Seite, die mir gesagt haben, dass mein Video fake sei und dass das nur ein Beispiel wäre und nicht alle Drag-Queens Trans-MenschInnen so wären. Und da muss ich natürlich sagen, das ist nur ein Beispiel. Es sind nur 2 Personen gewesen, die dort gefilmt worden sind. Aber das ist ein sehr schwerwiegendes Beispiel und es zeigt auch, was sich Trans- oder Drag-Queens herausnehmen dürfen in der aktuellen Gesellschaft, ohne Strafen zu bekommen. Oder? Haben wir doch eine Strafe bekommen? Schauen wir mal ins Video rein. Ihr dürft euch alle anpassen, hier auf dem Boot ist das erlaubt, aber draußen am Land kann das zu einer Anzeige führen. Das waren also die Regeln für den CSD in Berlin. Schade, dass ich nicht dabei war. Ich habe gerade eine Anzeige kassiert von einer Minderjährigen, weil ich mir ganz vorsichtig am Hintern so einen Klaps gegeben habe. Ich dachte, es sei eine vom Boot. Aber sie hat überhaupt keinen Spaß verstanden und sie dachte, ich wollte sie schänden. Die Transfrau ist total geschockt, weil sie einer Minderjährigen an den Arsch griff und dafür eine Anzeige kassierte. Völliger Unverstand. Dann aber noch dreisterweise zu sagen, ich wusste gar nicht, dass sie hier nicht auf dem Boot ist. Ich wusste ja nicht, dass sie das nicht wollte. Finde ich sehr, sehr erschreckend. Frauen habe ich leider noch nicht so viel am Hut. Das erste Video mit dem Namen CSD-Drama Teil 1 hat unglaublich viele Klickzahlen bekommen. Also wirklich unfassbar viele, außerhalb meiner Vorstellungskraft, so viele waren das. Bevor wir aber tiefer ins Thema hineingehen, möchte ich noch eine Sache dazu sagen. Ich bin eigentlich ein Mensch, der immer aus dem Bauch und aus dem Herz heraus redet, aber bei dem Thema musste ich mir einfach mal ein paar Stichpunkte machen, um auch keine Falschaussagen zu treffen, denn wir leben ja gerade in einer Zeit, wo man sehr, sehr aufpassen muss, welche Wörter und welche Formulierungen man in Bezug auf gewisse Personengruppen äußert. Und deswegen habe ich mir die Stichpunkte in meiner Konferenzmappe von Hörner gemacht, denn ich habe die zugeschickt bekommen mit, jetzt kommt's, hoppala, jetzt ist mir alles hier runtergefallen, super. Ich mache das erste Mal Werbung für eine gute Sache und alles geht schief. Schon seit längerem benutze ich die Füllfederhalter von Hörner und ich bin einfach begeistert, weil das Schreiben macht einen Riesenspaß und vor allem, wenn du personalisierte Stifte hast mit deinem eigenen Namen drauf, da hat man auf jeden Fall viel mehr Fun. Und auch wenn ich jetzt ein Mensch bin, der sehr, sehr viel mit den sozialen Netzwerken und dem Internet und der generellen modernen Technik zu tun hat, beruhigt es mich ungemein, wenn ich einfach meine Ideen sammeln kann, mich hinsetzen kann und wieder wie früher auf Papier mit einem Stift schreiben kann. Und deswegen kann ich euch das auf jeden Fall ans Herz legen. Ich muss wirklich sagen, die Qualität ist unfassbar gut und man hat einfach Spaß beim Schreiben, Spaß beim Ideenfinden und sich selbst verwirklichen. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber erst wenn man Dinge zu Papier bringt, kann man es auch wirklich verarbeiten. Und das hat mir in meiner YouTube-Arbeit auch sehr geholfen. Und falls ihr eure Wünsche verwirklichen wollt, dann könnt ihr gerne meinen Rabattcode 1Golan10 benutzen und einfach Spaß am Leben haben. Kommen wir aber auf das Video zurück. Und da möchte ich eine Sache auf jeden Fall deutlich klarstellen. Mein Kameramann wurde nicht angefasst, aber auch nur aus dem Grund nicht, weil er sich dagegen gewehrt hat. Das heißt, als die Drag Queen ankam und gesagt hat, zieh mal dein T-Shirt hoch und ich möchte ihn mal an den Eiern fassen und irgendwie sowas Absurdes, ist er einen Schritt zurückgegangen oder ist einfach komplett aus der Situation hinausgegangen. Aber dieses Verhalten ist sexuelle Belästigung. Und ich verstehe die Kommentare nicht, die dann sagen, ja, wenn er nicht angefasst worden ist, dann ist ja nicht schlimm. Es ist aber trotzdem eine, ich weiß gar nicht, warum ich das erklären muss, sowas macht man nicht. Auf dem Video sind 2 Damen, darf ich mal nicht sagen, 2 Drag Queens zu sehen. Einmal die mit dem blauen Haaren Stella Destroy und die andere Dame Mateina Avisus. Und das Interessante ist, nachdem das Video veröffentlicht wurde, hat die Stella Destroy mit dem blauen Haaren, die wirklich einfach nur da war und auch mein Kameramann nicht belästigt hat, sich zu meinem Video geäußert. Was ich aber interessant bei der Sache finde, ist, dass die Mateina Avisus, die Person, um
die es eigentlich ging in dem Video, sich nicht dazu geäußert hat. Also sie hat nicht gesagt, das Video ist falsch oder das stimmt alles nicht, wie es passiert ist, weil ich weiß gar nicht, wie man sagen kann, das Video ist falsch. Es ist einfach nur ein Abbild der Situation, die dort passiert ist, ohne dass da irgendwie irgendwas Krasses reingeschnitten worden ist. Es ist ein ganz normaler Videobeweis für das, was dort stattgefunden hat. Und das Interessante ist ja, dass sie sich nicht dazu geäußert hat. Wahrscheinlich, weil sie auch keine Argumente hat, weil was soll sie schon sagen? Das Video ist falsch. Wir sehen ja, was du gemacht hast. Wir sehen, dass du dir darum gefasst hast, dass du meinem Kameramann gesagt hast, hey, zieh dein T-Shirt hoch und ich will dir an den Eiern grapschen. Das ist doch mal eine sehr, sehr interessante Auffälligkeit, oder nicht? Aber schauen wir uns erstmal an, was ihre Partnerin Stella Destroy zu dem ganzen Drama gesagt hat. Und ich habe eigentlich dafür plädiert, dass keiner übergriffig angefasst wird. Jetzt wird das Ding schon, dass ich da mitgemacht habe. Ich war dagegen. Dankeschön. Danke. Ich finde, an der Stelle kann man die Stella schon irgendwo in Schutz nehmen, weil man wirklich auch auf dem Video sehen kann, dass sie nichts gemacht hat. Sie stand ja einfach nur dabei und sie war eigentlich auch die Person, die zu der Partnerin gesagt hat, hey, lass das mal lieber und ach, lass den in Ruhe, du kleine Fummeltranse. Stop it. Get some help. Gucken wir aber mal bei TikTok, denn dort hat der erste Teil 1,6 Millionen Aufrufe, wirklich unfassbar viel, also hammerhart. Aber der zweite Teil wurde rausgenommen, nachdem er auch schon über 200.000, 300.000 Aufrufe hatte. Und zwar wurde er gelöscht wegen Remove for Sexually Sexual Suggestive Content. Dieses Video poste ich auf TikTok, um die Aufklärung zu leisten und es wird gelöscht wegen sexueller Inhalte. Dann können wir auch aufhören, halbnackte Frauen im normalen Fernsehen rund um die Uhr zu zeigen. Und vielleicht führen wir auch mal wieder den Standard Sandmann ein, denn jetzt der neue Sandmann, den wir gerade haben, kann man gar nicht identifizieren, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau, und genau das ist ja auch gewollt. Aber das ist jetzt mal wieder ein ganz anderes Thema. Wenn euch das Thema interessiert, kann ich euch sehr gerne den Kanal von der Persia X ans Herz legen. Sie ist selber Transfrau, aber kritisiert den Trans-Trend und sieht auch einen Unterschied zwischen dem Trend, dass alle momentan auf Social Media sich als irgendwas identifizieren, und der psychischen Störung Geschlechtsdysphorie, die auch ein paar Prozent der Menschheit haben. Zum Beispiel sagt sie auch, dass Tessa Ganserer oder wie ich ihn lieber nenne, Markus Ganserer, gar keine Frau ist, denn Menschen wie zum Beispiel Tessa, die ihre Geschlechtsmerkmale, also die männlichen Geschlechtsmerkmale, annehmen können, haben gar nicht das Recht dazu, sich als Frau zu identifizieren. Laut Persia sei Tessa ein Transvestit, also einfach nur ein Mann, der sich sehr gerne als Frau verkleidet. Und für die paar Prozent an Menschen, die wirklich diese psychische Störung haben, muss das ein Schlag ins Gesicht sein, wenn sich aktuell jeder als alles und irgendwas identifizieren kann. Aber schauen wir doch mal in den Bundestag, was unsere Abgeordneten zu dem Thema Geschlechter so zu sagen haben. Die Grünen reden lieber über diversitätssensible Sport- und Freizeitangebote, über Programme für die mediale Repräsentanz lesbischer Mädchen und über Geschlechtersensibilisierungsprogramme für die Polizei. Alles aus ihrem Antrag. Das sind die Modethemen ihrer Klientel, der Hipster, der Latte Macchiato und Mandelmilch-Linken. Sie und ihre Anhänger sollten endlich erwachsen werden und der bitteren Realität ins Auge sehen. Wenn die Fahne des Halbmondes steigt, wird die Fahne des Regenbogens brennen. Ich habe von einem ganz lieben Patreon-Zuschauer, liebe Grüße an dich, einen Artikel geschickt bekommen. Und falls ihr mir auch auf Patreon folgen möchtet und alles in Vollversion, ungecuttet und unzensiert sehen wollt, könnt ihr das sehr gerne machen. Und der liebe Herr hat mir einen Artikel zugeschickt über den besagten Tag. Und es hat mich gewundert, weil normalerweise lese ich Artikel und denke mir, okay, jetzt kommt gleich Hate, jetzt kommt gleich Hate. Aber so war das tatsächlich nicht und deswegen möchte ich mal ein paar Zeilen daraus vorlesen. Der Artikel ist von der Nachrichtenfabrik und der Titel heißt CSD Berlin 2023. Ich habe gerade eine Anzeige kassiert von einer Minderjährigen. Seit 1979 gibt es den Christopher Street Day, CSD, als Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und Intersexuellen. Im Zeichen der Regenbogenfahne, die für Akzeptanz und Toleranz steht. Nope. An der Stelle möchte ich sagen, dass es mir wirklich scheißegal ist, zu wem ihr euch sexuell hingezogen fühlt. Mir geht es einfach nur darum, dies nicht in die Öffentlichkeit und vor allem nicht an Kinder heranzutragen. Was sehr interessant ist, ein schwuler Zuschauer von mir hat sich gewünscht, dass ich dieses Video hier aufnehme. Liebe Grüße an dich, Marlon. Und genau das ist auch das Interessante, denn ich bekomme aus meinem privaten Umfeld so viel von Schwulen und Lesben mit, dass sie sagen, okay, ich hab gar keinen Bock auf dieses ganze Trans-Regenbogen-Thema. Einige Teilnehmer am 27. Juli 2023 nahmen es mit dem Respekt, den sie gerne und viel von anderen einfordern, fordern jedoch nicht allzu genau, schlugen über die Stränge und bewegten sich rechtlich auf sehr, sehr dünnem Eis. Wem sagst du das?
Dieser Satz ist sehr interessant. Anfeindungen und körperliche Angriffe auf diese sogenannten queeren Menschen sind mittlerweile an der Tagesordnung. Das ist grundsätzlich zu verurteilen. So sagt der Artikel. Sie dachte, ich wollte sie schänden. Auch die Teilnehmer selbst nehmen es mit dem Respekt und dem Anstand nicht mehr allzu genau und machen sich unter Umständen sogar selbst strafbar, weil sie die Intimsphäre ihrer Mitmenschen nicht respektieren. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz. Die YouTuberin Ein Golan, das bin ich, hat auf ihrem Kanal zwei Videos hochgeladen, die zeigen, dass auch auf dem CSD nicht alles eitel Sonnenschein ist und die Übergriffe nicht immer von außen von bösen Hatern kommen, die Regenbogenfahnen am liebsten brennen sehen wollen. Die Aussage mit Frauen habe ich eh noch nicht so viel am Hut, war einfach legendär. Ah, sorry, dass ich dir jetzt an den Schwanz gefasst habe. Mit Männern habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Die Person, die sich in dem Video äußert, soll laut Eingollern die Drag Queen Martin Amisus sein. Kann auch jemand anders sein, aber vergleicht einfach die Stimmen, dann habt das. An der Stelle kann das natürlich nicht verifiziert werden. Also steht ja auch da. Allein die Tatsache, dass die Stimme der Person öffentlich zugibt, eine Minderjährige de facto sexuell belästigt zu haben, lässt aber tief blicken. Egal, wer das gesagt hat. Vielleicht war sie es ja auch gar nicht. Ich weiß es ja selber nicht. Ich weiß es schon. Fairerweise muss man sagen, dass die zweite Person, die sich selbst als Stella Destroy vorstellt, deeskalierend zwischen den beiden steht. Er, ihm, ihr, ihm scheint die Situation etwas unangenehm zu sein. Er, sie, es verifiziert geschrieben hat. Der ganze Sprachfluss ist verloren. Der Fall zeigt aber eindrücklich, dass die queere Szene keineswegs frei von Schuld und Fehlern ist. Wie man sich so taktlos und fast schon ekelig in der Öffentlichkeit geben kann, erschließt sich dem Autor nicht. 365 Tage im Jahr die Regenbogenfahne schwingen und sich dann auf ein ganz niedriges Niveau begeben. Ja, auch das ist CSD. Aber wehe, das wird groß öffentlich, dann ist man ganz schnell der homophobe Hetzer, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Satz und vielleicht kommen wir dann auch schon zu meinem Fazit. Ich finde es einfach nur erschreckend, was gerade in der Welt passiert und ich kann euch nur raten, eure Kinder da rauszulassen und sie nicht mit Fragen der Sexualität, Queerness, wie viele Geschlechter gibt es, zu konfrontieren, denn eigentlich ist es ganz einfach. Ich meine, wir leben jetzt in einer Zeit, wo sich ein Mann als Frau und auch andersrum identifizieren kann. Ich kann mich als Baum identifizieren, falls ihr davon noch nicht gehört habt. Es wurde gerade ein Artikel über mich, der Baum, der Bart trägt, in der Weltwoche aus der Schweiz veröffentlicht. Sehr, sehr interessant. Da geht es um das Thema, um das Video, genauer gesagt, wo ich mich als Weihnachtsmann verkleidet habe und gesagt habe, hey, würdet ihr mich ernst nehmen, wenn ich mich als Weihnachtsmann identifiziere? Da haben die Leute noch gesagt, ja, klar, schon, ja. Aber als ich dann gefragt habe, und was ist, wenn ich mich als Baum identifiziere, gab es auf einmal ganz viele Fragezeichen. Das heißt, dieses ganze Thema ist endlich, meiner Meinung nach. Und wenn wir es alles einfach mal runterbrechen, wenn die Menschheit fortbestehen möchte, dann gibt es nur Mann und Frau, um sich fortzupflanzen. An der Stelle wünsche ich euch ganz viel Kraft und auch gute Laune in den ein oder anderen regnerischen Tagen. Das war Ein Golan.